Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres South Park. Der Start der Wahrheit Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut über Games.io und wir gucken uns jetzt erstmal die Nachrichten an, die wir da erhalten haben. Einen neuen Freund. Hey Neuer, danke, dass du gestern mit uns gespielt hast. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Alles klar. Token und Craig, gefällt es. Danke nochmal, dass du mich da rausgeholt hast. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Warum ist der nackig, Mann? Der Mr. Marsh ist schon echt lustig, aber ich bin einfach zu höflich. Rechts von dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht, als ich ihn benutzt habe. Du musst ihn reparieren. Tut mir leid. Das wissen wir ja schon. Das ist ja wahrscheinlich von gestern noch. Das ist soweit in Ordnung. Wir haben eine Freischaltung. Können wir das freischalten? Geht noch nicht. Wird wahrscheinlich dann erst automatisch gemacht. Machen wir. Schöner Reihe nach, dann. Haben wir hier Vorteile, irgendwie was? Nächster Bonuspunkt in 3. Magie, bla bla bla, das passt soweit. Weil ich habe gar nicht geguckt, wie viel Geld haben wir dann. 219. Würde ich doch glatt sagen, wir gehen mal hier raus und schauen, ob wir nicht eventuell... Oh, können wir es öffnen? Da ist noch Geld drin gewesen, lustig. Hier wollen wir auch noch gar nicht drin, ne? Konnten wir das vorher nicht, oder was ist hier los? Klauen wir erstmal unsere Eltern. Da unten stand Schuhe und was steht noch? Klamotten. Ich hab schon gedacht, irgendwas Schweinisches. So, gehen wir nochmal bei uns aufs Klo. Hier waren wir schon drin. Wupp. Ach, also der nervt mich jetzt aber gerade ein bisschen. Hey, wenn 20 Leute bei diesem Post auf Gefällt mir klicken, kann ich ein iPad gewinnen. Alter, du bist so dumm. Und vor allen Dingen hat er selber geliked. Wie geil ist der denn? So. Oh, tut mir leid. Ja, eigentlich nicht, aber... Muss er... Oh nein! Oh mein Gott! Sie kamen aus dem Nichts. Da war ein riesiger Erdbeben und dann war es burning in meinem Yard. Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look! Was? And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Was? Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Oh, okay. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. They typically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Was? Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the drow elves once and for all. Wir müssen die goth kids auf unsere Seite bringen. Die waren, wo waren die denn? Bei der Schule waren die auf jeden Fall. Aber wir brauchen auf jeden Fall goth Klamotten, weil die wollten ja gar nicht mit uns labern, als wir das letzte Mal mit denen geredet haben, weil wir denen zu normal ausgesehen haben. Jetzt gucken wir gerade mal, aber auch Oh, hallo Prinzessin Candy. Hallo? Redest du mit mir? Ach so. Jetzt haben wir wieder unseren Verbündeten quasi dabei. Ich würde mal kurz gerne auf die Map erstmal schauen. Wo ist denn diese Schönheitsklinik? Tom's Rhinoplast. Müssen wir nach links? Mal los. Ganz neue Fraktion. La 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 la. South Park ist auch immer Winter irgendwie, komischerweise. Überall ist es eingebrochen. Weil die Frackteile sind überall, sagen wir es mal so. Ich will nämlich jetzt den Hessel aufmachen. Weil es einfach wunderschön teuer ist. Und wir genug Geld haben.
stay out of the Lost Forest. Sure, it's possible. Back again, I see. Let me show you our brochure. Eingriff auswählen. Der Hasselhoff. Oh, yes, that would look great on you. All right, go on through. Door to your right. Okay, machen wir. Hi, I'm Dr. Tom. Understand you're wanting some work done. Just have a seat right here. All right, just relax. This won't hurt a bit until I start, at which point it will hurt immensely. Here we go. Oh, shit. Oh, yeah. Oh, that looks nice. Big improvement. Come back if you ever need any more work done. Oh, yeah, man. Jetzt sind wir der Hasselhoff. Wie geil. Ob das jetzt Vorteile für uns hat? Ah, halt, Moment, wir können doch da jetzt mit dieser Drohne hoch, oder? Ein Beatnik-Schnurrbart. Gucken wir gerade mal. Wupp, wupp, wupp. Knappenhandschuhe, fügt 3 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Hört sich gut an. Gehen wir zurück. Ja, den kann man jetzt natürlich nicht mehr sehen. Also vollkommen egal, was wir da in der Richtung anhaben. Schade, dass wir hier wirklich dann das zweimal machen müssen. Genau, und jetzt müssen wir zu diesem U-Holding, damit wir... Hey, what's up? Wer bist denn du? Kennen wir uns? Come on, kid. Einfach mal ab ins Gesicht. Die können uns ja gar nichts mehr, die Elfen. Oh, in einer Reihe, das passt natürlich wunderbar. Sehr schön. Zorn der Elfen. Ich habe vor den Elfen gar keine Angst mehr. Auch hier gibt es einen Zorn der Elfen, aber der schlägt nur einmal zu, zum Glück. So, dann. Pow! Dann ist der andere nämlich down. Auch der wurde ordentlich verkloppt. Schön weggeblockt. Kriegt er jetzt einen mit der Aliensonde. Ich hoffe, du hast schon Angst, mein Kollege. Einfach mal ins Gesicht. So, was haben wir hier noch? Hallo. Passt. All they did was ask the guard about Gordidas and he put... Oh. So, was wollen wir jetzt überhaupt machen? Ach genau, wir wollten zum U-Haul. Und das ist hier oben irgendwo. So. Auch hier ist wieder ein Teil abgestürzt. I wish I had some friends. Oh god, there's no ventilation in here. Können wir noch nichts machen anscheinend. Da ist es. Da ist nämlich hier irgendwo ein Penner und da müssten wir Sachen kaufen können. So klamottenmäßig. Oh, tote Ratte. Jetzt ist er tot. Oh, der Marsch schon wieder. Hey, ich habe versucht, dir einen Link zu einem Video von einem Häschen, das mit einer Katze spielt, zu schicken. Aber es funktioniert nicht. Das ist echt niedlich. Du solltest es später suchen. Ah ja. I'll give you a good price. Okay. Feinheiten. Emo-Perücke. Schwarzer Eyeliner. Toter Vogel. Ausrüstung. So, das ist aber dann im Grunde genommen auch alles, was wir da so haben können, glaube ich. Evo-Perücke haben wir an.
Und schwarze Eyeliner haben wir auch an jetzt. Jetzt müssen wir zur Schule. Nutzen wir mal den Timmy. Wo ist er? Hier. Perfekt, super. Muss auch mal zu seinem Recht kommen, der Timmy. So, und ab zu den Goff-Kindern. Mal gucken, was sie sagen. Wie sich gegenseitig einen an. Ja, will ich nicht sagen. Dönern. Oh Gott. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play dungeons and douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Wo soll man das herbekommen, ey? Reden wir nochmal mit denen. Finde ein paar Zigaretten. Finde etwas Kaffee. Kaufe Goff-Kleidung. Kaufe Goff-Handschuhe. Okay. Langsam wird's kompliziert. So, Karte mal schauen. Finde neue Verbündete, das ist schon mal gut. Was gibt's denn hier? Nonkonformist, Jimbo's Guns. Da kriegen wir Zigaretten her. Würde ich fast sagen, gehen wir doch da gleich mal hin. Zu Jimbo. I don't even like donuts. That's the Mal was anderes, können wir das da kaputt schießen? Das wundert auch gar keinen, dass wir hier mit einer Alien-Strahlenwaffe die Sachen kaputt ballern, oder was? Okay, ich beschwer mich mal nett. Alles klar bei dir? Ah, erst ins Gesicht und dann nochmal so eine verpasst. Okay, da geht's nicht rum. Wir müssen dann doch rechts rum. Wuppdiwupp, wuppdiwupp. Was that you? Nö. Warum sollte ich sowas machen? Also bitte. Gute Frau. Sehe ich aus wie jemand, der sowas macht? Red nicht so über Skeeter Sparman. Oh, hallo. Oh, what sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Und wo finden wir den? And when you do, return to me. Okay. Give it back. Was ist denn da los? Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Ugh. Not anymore, it's not. Oh, did baby lose her toy? Helfen wir der mal. Who is this? David Hasselhoff. Ein paar Mädchen verkloppen wir doch noch locker hier. Kommen wir denn da hin? Da sind zwei in der Reihe. Großer Anfängerfehler. Hä? Machen wir mal die Rattengeschichte. Oh, was ist das hier? Einhornansturm. Kenny reitet auf einen Markt. Okay, das brauche ich gar nicht weiterlesen. Das machen wir jetzt einfach. Drücke die angezeigte Taste. Nochmal Viereck.
Geist, das denn, ey? Wie sie mir in den Sack treten wollte, die blöde Sau. Dafür kriegst du einen mit dem Dildo. Da guckst du, ne? Los, Kenny, zeig, wie sie es richtig macht. Hahaha, gewonnen. Was? Was? Was hat die gesagt? Du Schwein? Oh, da oben gibt's was. Ist doch ein Chin-Pokémon, oder? Yeah! Snarkhead! So, würde ich sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal!